ABAT. Einen schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Tina Fehdke und ich heiße Sie im Namen der ABAT AG herzlich willkommen. Wir haben uns in verschiedenen S/4HANA-Projekten intensiv mit den Unterschieden zwischen SAP, ECC und S/4HANA auseinandergesetzt und möchten Ihnen in dieser Webinarreihe die aus unserer Sicht wichtigsten Unterschiede darstellen. Letzte Woche haben wir uns mit Production Planning beschäftigt. Heute haben wir das Thema Sales und Distribution dabei, zu welchem uns Tobias Psoller einen Überblick geben wird. Tobias Psoller blickt auf Erfahrungen von über 25 Jahren als SAP-Logistikberater mit Schwerpunkt Sales zurück. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch die obligatorischen organisatorischen Hinweise. Wir zeichnen dieses Webinar auf und werden es, wie auch die vergangenen Webinare, auf unserem YouTube-Kanal ABAT Bremen im Nachgang zur Verfügung stellen. Am Ende des Webinars haben wir Zeit für Fragen eingeplant und Ihre Fragen können Sie gerne auch schon während des Webinars über die Fragefunktion stellen. Sollten wir es am Ende nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, können Sie sich im Nachgang auch gerne direkt an Tobias Psoller wenden. Und damit übergebe ich an Tobias Psoller und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, guten Morgen, mein Name ist Tobias Zoller. Ich bin SAP-Berater, das ist, wie eben schon gesagt, seit rund 25 Jahren. Schwerpunkt ist Logistik und da habe ich halt den großen Schwerpunkt in den Bereichen SD und auch CS, also Customer Service, mit allen angrenzenden Modulen wie MM, PP und auch PS, von daher relativ breites Wissen im Logistikumfeld. Und auch in den Branchen bin ich relativ breit aufgestellt, reicht von der Energiewirtschaft bis hin zum Anlagen- und Maschinen- und Sonderbau. Das war es auch schon zu meiner Person. Jetzt will ich auch gleich einsteigen in das Thema Sales and Distribution und dann Ihnen aufzeigen, die wichtigen Unterschiede zwischen SAP ECC und den jetzt S/4HANA Sales, was auf Sie dazukommen wird, was sich ändert und was Sie an neuen oder an Highlights dort erwarten könnte. Genau, steigen wir gleich mal ein. Bei mir ist es aufgeteilt in zwei Bereiche. Ich zeige erstmal das Thema Änderungen im SD. Das heißt, dort werde ich Dinge aufzeigen oder aufführen, die Sie aus dem R3 kennen, die sich aber im S/4HANA-Umfeld geändert haben oder die halt komplett entfallen sind. Das heißt, sind Dinge, die dort nicht mehr vorhanden sind. Auf die werde ich kurz eingehen. Zum einen zeige ich Ihnen die Änderungen in Datenstrukturen im Bereich SD. Und dann, was passiert mit dem Thema SD-Außenhandel, wie wird das zukünftig abgebildet werden können im S/4HANA-Umfeld. Dann ganz kurz ein bisschen was über das Thema CAS, was es im R3 mal gab, jetzt nicht mehr geben wird. Dann zwei Bereiche Kreditmanagement und Erlösrealisierung, das sind Dinge, die sich dann doch gravierend ändern werden im S/4HANA-Umfeld. Dann ganz kurz mal ein Blick auf das Thema 360 Grad Kundensicht, was es im R3 so in der Form ähnlich zwar gab, aber nicht in der tollen Ausprägung. Und ein wichtiger Punkt ist noch das Thema Nachrichtenfüllung. Was hat sich denn da getan beim Thema Ausgabesteuerung im S/4HANA-Umfeld? Das wäre das zum Thema Änderungen. Und dann der zweite Block sozusagen, das ist auch so das Schwerpunkt, ist das Thema Highlights. Und da habe ich halt einfach nur ein paar Punkte rausgegriffen, die jetzt mir erstmal für den ersten Wurf wichtig erschienen. Wichtig ist auch, ich habe nicht alle Dinge jetzt aufgeführt, die es jetzt neu gibt unter S/4HANA. Es gibt so einen wichtigen Punkt wie Business Partner, den habe ich komplett rausgenommen, weil es halt ein großer Punkt für sich ist, den man separat behandeln müsste. Genauso das Thema sowas wie CDS-Views oder Analytics, das sind auch Dinge, die in separaten Seminaren oder Webinaren behandelt werden können und auch werden. Das heißt, es ist auch hier nur ein ganz kurzer Ausblick gegeben, wie sich das Ganze im SD-Umfeld darstellt oder im Sales-Umfeld darstellt in Form von Apps, die dort jetzt neu sind und die halt eben eine bessere User-Steuerung zeigen und auch eine bessere Visualisierung mit sich bringen. Und deswegen, die Highlights für mich sind Bonusabwicklung unter S/4HANA, das Thema ATP oder Verfügbarkeitsprüfung. Da zeige ich halt auch, was sich da grundlegend geändert hat und wo es da eben tolle Verbesserungen geben mag. Dann eben den vereinfachten Workflow, den wir jetzt dort haben für Verkaufsbelege im S/4HANA-Umfeld und eben diesen Ausblick auf Richtung Visualisierung und besserer Menüführung ist das Thema Smart Business und da eben am Beispiel der Kundenauftragserfüllung. So, dann steigen wir auch mal gleich ein in das Thema Änderungen und hier exemplarisch für das Vereinfachung oder für die Vereinfachung der Datenstrukturen habe ich hier mal vor allem die Tabellen VBAC, also die Kopftabellen der Vertriebsbelege oder Aufträge und auch die Statustabellen herausgehoben.
Wichtiger Punkt ist halt, dass die Statustabellen komplett verschwinden unter S/4HANA und halt die Informationen des Status des einzelnen Beleges oder der Position, die werden in die entsprechenden Tabellen integriert, sprich in die Kopftabelle, in die VBAC zum Beispiel oder in die Positionstabelle, in die VBAP oder auch in die VBRP, sprich Kundenaufträge oder auch für die Fakturen. Hat den Vorteil, dass wir dann da natürlich uns Datenbankplatz sparen, sprich wir haben weniger Tabellen, die dort fortgeschrieben werden und der Zugriff auf die einzelnen Objekte wird auch schneller stattfinden. Dann gibt es noch eine Vereinfachung in den Bereich des Belegflusses. Das heißt, da gibt es eine generelle Änderung bezogen des Belegflusses, weil das nennt sich jetzt Prozessübersicht. Das heißt, da habe ich in einer Übersicht gleich sehe ich den Belegfluss und auch den Status der einzelnen Belege in einer sehr, sehr übersichtlichen Form. Und auch ein wichtiger Punkt ist die Tabelle VBox, die hier noch genannt ist. Die spielt nachher noch eine wichtige Rolle. Die Tabelle für die Rabattierung oder für die Bonusabwicklung, die auch komplett aus dem System verschwinden wird. Aber da werde ich nachher ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn ich das Thema Bonusabwicklung zeige, wie das jetzt neu sich darstellt im S/4HANA-Umfeld. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell durch ein paar Änderungen durch, die halt dahingehend sich identifizieren, dass sie halt wegfallen. Also wir haben das vorher im SD so eine Außenhandelsabwicklung gehabt, sprich, wenn ich dort Zolldaten und ähnliche Dinge gepflegt haben wollte, dann habe ich das im SD machen können in der Außenhandelsfunktion. Aber das wird zukünftig nicht mehr der Fall sein. Das heißt, ich muss, wenn ich dort eine umfangreiche Auslandsabwicklung abwickeln möchte oder abbilden möchte im S/4HANA-Umfeld, dann muss ich das über die separate Produkt- oder Anwendung machen, des GTS. Oder ich binde halt diverse andere Non-SAP-Lösungen an. Eine andere Komponente, die auch wegfällt, das ist die komplette SDCAS-Funktionalität. Das heißt, es nannte sich früher mal Vertriebsunterstützung. Ist eine Komponente für Adressdatenverwaltung oder auch für Kontaktpflege oder Besuchsberichte oder ähnliche. Also so eine Art Mini-CRM, was im ERP vorhanden war. Das ist zukünftig auch nicht mehr vorhanden, die Funktionalität. Die muss ich dann halt abbilden, wenn ich sie dann haben möchte, über SAP-CRM On-Premise oder die SAP-C4HANA. Wenn sie denn jetzt noch genauso heißen, wie sie jetzt hier gerade stehen, weil das ändert sich bei der SAP ja leider auch denn fast quartalsweise die Produktbezeichnungen. So, wichtig, also dieses CRS-Modul ist halt eben auch ein Modul gewesen in der Komponente SD, was eigentlich relativ wenig im Einsatz war, aber für die es im Einsatz hatten, müssen sie halt gucken, wie das zukünftig abgebildet werden könnte. Noch ein Punkt, auf den ich nur ganz kurz eingehen möchte, der zwar auch einen relativ großen Umfang hat, aber der jetzt für SD jetzt nicht so das große Thema ist, weil das Thema Facilitätsmanagement, das fällt nicht weg, das wird halt ergänzt durch ein SAP-Credit-Management, so heißt es jetzt, und ist nicht mehr angesiedelt im FIAR, sondern ist eine eigene Komponente. Und das gibt es in zwei Ausprägungen zukünftig in S/4HANA. Einmal eine Basisversion, das ist eine Version, die ich ohne weitere Lizenzen dort erstmal einsetzen kann, die fast deckungsgleich ist mit dem alten Kreditmanagement, hat aber einen großen Vorteil, dass ich habe den Zugriff auf verteilte Systemlandschaften. Das heißt, ich kann dort nicht nur ein FI, sondern mehrere FI-Landschaften oder FI Komponenten anbinden, auch genauso betrifft das die SD-Komponente. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Buchungskreise hätte oder mehrere Verkaufsinformationen, kann ich die halt mit dem neuen Kreditmanagement dort abwickeln. Was nicht geht oder was man dann zusätzlich lizenzieren müsste, ist das Sub-Credit-Management. Das hat noch einen ganz großen Vorteil in Anführungszeichen. Das ist eben diese Rules Engine. Das heißt, da kann ich halt auf Regeln basiert, kann ich dort Kreditlimits vom System sozusagen festlegen lassen oder halt eben auch die Bonitätsprüfung dort über diverse Regeln und Formeln abwickeln, was in Standard so nicht geht, weil bislang ist ja immer nur eine Kreditlimithöhe, die ich eingeben kann und gegen die wird verprobt und wird entschieden, kann der Auftrag bedient werden, gibt es eine Liefersperre, gibt es eine Fakturasperre oder ähnliche Dinge. Das ist halt eben in der Vollausprägung halt möglich, dass ich da halt diverse Regeln definiere, die halt dann auch das Ganze dynamisch gestalten. Aber wichtig ist, die normale Grundfunktionalität bekomme ich auch weiter im S/4HANA mit einer etwas besseren Anbindung meiner Module im Bereich FI und SD. Noch ein Punkt, der sich auch gravierend ändern wird unter S/4HANA, ist das Thema Erlösrealisierung. Das ist im R3 auch im SD erstmal noch angesiedelt gewesen. Dort vorne wird die Steuerung über die Positionstypen. Da hatte ich in der Regel
drei Möglichkeiten gehabt, das zu machen. Erstmal hier nochmal ein Punkt der Einschränkung, die ich da habe derzeit. Ich also kann keine Mehrkomponentenverträge machen. Das heißt, ich habe immer ein Erlösobjekt wie ein Kundenauftrag und eine Position, erzeugt mir genau eine Erlösrealisierungsfunktion auf der FI-Seite. Das wird zukünftig anders sein unter S/4HANA. Da habe ich dort diverse Möglichkeiten, dort mehrere Kundenaufträge oder Kundenauftragspositionen über ein Objekt in der Erlösbuchhaltung dann abwickeln zu können. Also das Wichtige ist, ich habe auch bislang im R3 immer keine parallele Buchhaltung. Das heißt, ich übertrage direkt meine SD-Dinge in die FI-Buchhaltung und das wird auch 1:1 so gebucht oder verbucht. Und ich habe eine Einschränkung bezogen auf die Kostenrealisierung. Das heißt, dort ist es immer deckungsgleich oder halt parallel mit dem Wareneingang oder mit der Faktorierung. Andere Möglichkeiten habe ich dort nicht. Und ein wichtiger Punkt ist das Thema IFRS 15. Da werden jetzt neue Pflichtangaben erforderlich und die können mit der alten Komponente nicht abgebildet werden. Deswegen ein Punkt, der da ganz wichtig war. Aber nochmal zum Thema Funktionalität. Vorher war es halt so, wie ich hatte drei Möglichkeiten, dort Dinge abzubilden. Sprich, ich konnte die Erlöse entweder mengenmäßig, periodmäßig verteilen, zeitpunktmäßig konnte ich das festlegen, wann wird der Erlös realisiert, sprich Faktura oder Warenausgang. Oder ich konnte halt noch entscheiden, dass es eben über die leistungsbezogene Realisierung gehen wird. Das heißt, ich würde dann sozusagen mit Erbringung der Leistung, sei es bei Serviceeinheiten zum Beispiel, ich habe eine Reparatur oder eine Wartung, dann sie erst dann, wenn die Wartung erfolgt ist, wird der Erlös realisiert. Im neuen Ansatz ist es halt so, ich habe eine komplette Entkopplung der Erlösbuchhaltung von den SD-Vorgängen. Ich kann mehr Komponentenverträge erstellen. Das erfolgt natürlich auf der Sub-Revenue-Accounting-Seite, also nicht mehr im SD. Und die parallele Buchhaltung, die existiert halt nicht mehr. Ich kann halt dort ganz getrennt von meinen operativen Vorgängen dort meine Erlösbuchhaltung so gestalten, wie sie halt den FI-Anforderungen entspricht. Dazu gibt es noch ein kleines Schaubild, um das mal zu verdeutlichen. Das heißt, oben links haben wir noch die Sales-Komponente mit dem klassischen Kundenauftrag und mehreren Positionen. Und hier entscheide ich halt auch weiterhin auf der Ebene der Positionsebene, also Positionstyp, ob ich jetzt dort mich in die Erlösbuchhaltung bewege oder nicht bewege, über eine Integrationskomponente. Und da wird halt einmalig entschieden, ist der Positionstyp relevant dafür oder nicht. Und der Rest sozusagen der Steuerung erfolgt dann in der Erlösbuchhaltung. Ist hier unten mal kurz exemplarisch dargestellt, wie das laufen könnte oder sollte. Das heißt, ich habe eine initiale Befüllung sozusagen oder eine Information, die ich übergebe mit der Anlage des Kundenauftrages, erzeuge dann mit meinen Positionen sogenannte EBP-Positionen, die dann halt auf Basis des operativen Belegflusses dann Inputs erhalten und entsprechend der Regeln, die ich auf der FI-Seite definiere, dann diese Erlöse fortschreibt oder halt auch kumuliert oder wie auch immer auch dann verbucht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt hier einmalig sozusagen eine Informationsübergabe von aus dem SD heraus über den Positionstypen Richtung Erlösbuchhaltung und alles weitere an Steuerungen, dann sind wir vom SD her auch sozusagen befreit. Das heißt, wie dort was verbucht wird, das wird ganz allein in der Erlösbuchhaltung entschieden. Genau, das kurze Einblick in die Erlösbuchhaltung oder Revenue Accounting. Dann den Punkt, den ich auch vorhin kurz erwähnt habe, ist das Thema 360 Grad Kundensicht, ist halt ein Punkt auch, der sehr stark von der SAP propagiert wird in einigen Publikationen, sprich wenn Logistik neu vorgestellt wird, gerade die Komponente SD, wird halt das halt als eins der Highlights hervorgehoben. Ist auch sehr, sehr elegant gelöst, das heißt, ich habe dort relativ schnell einen Überblick über meinen Kundenstammdaten, Bewegungsdaten und diverse Statistiken oder Ranglisten innerhalb dieses Kunden. Aber ein wichtiger Punkt ist, das gab es vorher in ähnlicher Form auch schon mit dem R3, war da aber auch, glaube ich, nicht so populär. Deswegen, das ist auch nicht von allen Kunden so genutzt worden oder auch wahrgenommen worden, dass man damit halt einige Dinge machen kann. Aber im Grunde sind die Funktionen, die ich dort jetzt unter S/4HANA habe, im R3 auch vorhanden gewesen. Der große Vorteil jetzt im Bereich S/4HANA ist halt, dass ich eben mit der Menüführung, die ist halt hier viel, viel besser und auch das Ganze erweitern ist viel einfacher und eben das Navigieren innerhalb dieser Seiten oder dieser Auswertung, dies ist halt eben viel eleganter gelöst und von daher ist das ein klarer Vorteil jetzt für die S/4HANA-Umgebung. Aber das trifft ja nicht nur die eine App hier.
Also, und jetzt noch ein Punkt, der auch relativ große Auswirkungen haben kann oder wird, ist das Thema Nachrichtenfindung. Im R3 kennen wir das noch über die sogenannte NAST-Tabelle und über die Verwendung der Konditionstechnik. Das heißt, da habe ich nochmal Nachrichten-Konditionssätze angelegt und habe entschieden, wie wird jetzt die Nachricht ausgegeben, wird die gedruckt, wird per E-Mail verschickt, erzeuge ich eine XML oder ähnliche Dinge. Das wird jetzt nicht direkt abgelöst, aber es gibt dazu jetzt ein neues Framework, das nennt sich BRF Plus im S/4HANA. Da habe ich dann die Möglichkeit, regelbasiert dort meine Ausgabesteuerung zu steuern. Und im Grunde ist das ein Regelwerk, das nicht nur für die Nachrichtenfindung genutzt werden kann, sondern auch für diverse andere Dinge. Zum Beispiel auch im Kreditmanagement kommt es auch dann zum Tragen. Das heißt, wenn ich das, was ich vorhin ansprach, das Kreditmanagement, da kann ich ja auch Regeln definieren mit der Rules Engine. Die basiert auch auf diesem BRF Plus Framework. Das heißt, dort kann ich über Entscheidungstabellen, Entscheidungsbäume oder auch Formeln, die ich mir zusammenklicken kann, kann ich dort ABAP-Code generieren, der wiederum dann genutzt werden kann für die einzelnen Applikationen. Sprich Nachrichtensteuerung oder auch fürs Kreditmanagement. Noch wichtiger Punkt hierzu ist aber, dass ich das nicht gleich umstellen muss. Wenn ich jetzt mich entscheide, S/4HANA einzuführen, dann kann ich auch weiterhin, gerade beim Brownfield-Ansatz, meine alten Nachrichtenverarbeitung kann ich weiterhin so nutzen und kann das dann sukzessive umstellen auf die Nachrichtenfindung im S/4HANA-Umfeld. Ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt steigen wir ein in die Highlights, die S/4HANA bietet. Und dann steigen wir ein mit der Bonusabwicklung, die auch komplett abgelöst wird. Das heißt, da gibt es keine Ergänzung, sondern die wird komplett abgelöst. Hier mal kurz dann nochmal ein Aufriss, was konnte die alte Bonusabwicklung im R3? Das heißt, ich konnte dort bezogen auf einzelne Kunden oder auch Materialien, konnte ich dort Bonusabsprachen im System hinterlegen, die dann zum Jahresende oder zu einem definierten Zeitpunkt wurden die abgerechnet. Das Entscheidende war, ich kann halt immer nur auf einen Kunden oder ein Material oder eine Kunden-Material-Kombination konnte ich dort solche Absprachen definieren. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass dann mit dem Erzeugen der Fakturen wurde eben diese Tabelle V-Box gefüllt oder Infostruktur, über die dann die Bonusabrechnung erfolgt ist. Und ganz wichtig ist, dass ich halt nur dann auf die Daten zugreifen konnte oder wenn das nur die Bonusabsprachen zur Abrechnung kamen, wo auch die Fakturen vor Anlage, hier unten ist es dargestellt, in den Zeitstrahl, mit Anlage der Bonusabsprache, werden nur die Abrechnungsbelege mit einbezogen, die danach angelegt sind oder angelegt worden sind, weil sie dort erst in der Tabelle V-Box fortgeschrieben werden müssen. Das ist eine ganz große Einschränkung. Genauso eben, dass ich dann keine Möglichkeit hatte, über mehrere Kunden dort verschiedene Vereinbarungen zu kombinieren. Das ist jetzt im S/4HANA komplett anders. Das heißt, da habe ich nicht mehr so genannte Bonusabsprachen. Da habe ich Konditionskontrakte, die ich dafür nutze. Und bei diesen Bonuskontrakten oder Konditionskontrakten habe ich die Möglichkeit, komplexe Umsatzselektionskriterien zu definieren. Das heißt, ich kann dort auch den Umsatz mehrerer Kunden mit einbeziehen, mehrerer Materialien oder ich kann auch Einzelmaterialien ausschließen aus dieser Umsatzselektionsberechnung. Das ist ein Punkt. Also ich kann also dort relativ flexibel mir Kriterien zusammenbasteln, um halt auch übergreifend dort Bonusabsprachen abbilden zu können. Das, was halt im Standard vorher nicht möglich war, ist hier im Standard möglich, ohne dass ich irgendwie nochmal was zusätzlich entwickeln müsste. Ein noch weiterer großer Vorteil ist halt, dass ich mit der Anlage der Konditionskontrakte auch festlegen kann, habe ich jetzt dort einen Fokus nur Richtung neuer angelegter Belege oder kann ich auch dort Belege mit abwickeln oder abrechnen, die in der Vergangenheit angelegt sind. Das ist halt eben auch wieder den Hintergrund. Die Tabelle V-Box gibt es halt nicht mehr. Das heißt, ich greife jetzt im Rahmen der Konditionskontrakte und der Abrechnung für die Bonusabrechnungen immer auf den aktuellen Datenbestand zu. Das heißt, alle Belege, die ich im System habe, kann ich eigentlich heranziehen, auch um dort den Bonus zu berechnen und halt diese Konditionsvereinbarung dort in Abrechnung zu bringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch noch wichtig ist, das ist jetzt ein Tool, das ist nicht nur im SD angesiedelt, sondern ich kann dort auch im Einkauf, kann das auch eingesetzt werden.
Und ein wichtiger Punkt hier unten ist auch nochmal, dass wenn ich jetzt aus dem 1-System kommen sollte, ich habe also eine Datenübernahme, kann ich halt eben über diese neuen Konditionskontakte auch verschiedene alte, also mehrere alte Punktabsprachen in einen neuen Konditionskontrakt bündeln. Das hieß also auch bei einer Datenübernahme spare ich mir das, auch das Datenvolumen in Form, dass ich dann nicht mehr viele Objekte habe, mit denen ich arbeiten muss, sondern ich kann dort halt eben aus meinem Altsystem mehrere alte Bonusabsprachen in einen neuen Konditionskontrakt bündeln. Und auf dem nächsten Bild ist mal ganz kurz dargestellt, wie einfach man sozusagen diese Kriterien definieren kann, um halt so einen Kontrakt dann ja für sich aufzubauen. Das heißt, hier habe ich einmal den Kunden, für den dieser Kontrakt angelegt wird. Das heißt, wer sozusagen ist der Bonusempfänger nachher dieser Absprache oder dieses Kontraktes. Und hier unten habe ich halt eben Möglichkeiten, bis zu n verschiedene Kriterien anzulegen. Und habe dann halt über die Möglichkeit, über inklusive oder exklusive Bedingungen zu sagen, sind das jetzt additive Dinge, die ich dort hinterlege, oder sind das Dinge, die ich halt ausschließe. Das heißt, in dem Fall hätte ich sozusagen einen Kontrakt, der bezieht sich auf die Verkaufsorganisation 1010 und zwar und auch noch auf die beiden Kunden hier und würde aber ausschließen alle Umsätze, die sich auf dieses Material beziehen würden. Das ist mal so ein kurzes, kleines Beispiel, um zu zeigen, wie schnell ich dort und wie einfach ich dort die Kriterien festlegen kann, um so einen Konditionskontrakt anzulegen. So. Der nächste Punkt ist das Thema ATP, das ist eine Verfügbarkeitsprüfung und das ist aus meiner Sicht eines der zentralen Themen, die sich jetzt dort als Highlight darstellen im neuen S/4HANA, gerade für Sales, gerade für die produzierenden Unternehmen mit oftmals knappen Verfügbarkeiten oder halt konkurrierenden Bedarfen. Da habe ich hier im S/4HANA-Umfeld relativ viele Neuigkeiten. Das heißt, vorher hatte ich eine relativ einfache Verfügbarkeitsprüfung, ich hatte eine relativ einfache Kontingentierung. Und wenn ich dort auf andere Materialien zugreifen wollte, also sprich die ersetzen wollte oder auf andere Werke zugreifen wollte, war das an sich in der Regel manuell oder halbautomatisch nur möglich. Und die Rückstandsbearbeitung, die war auch relativ eingeschränkt in den Funktionalitäten bezogen auf meine Kundenaufträge oder Umlagerungsbestellungen. Das stellt sich jetzt im S/4HANA-Umfeld etwas flexibler dar. Zum einen ist es etwas schneller geworden. Das liegt auch zum Teil natürlich an der neuen Datenbank und an den Datenstrukturen, die wir da zur Verfügung haben. Und ich habe eine Kontingentierungsprüfung, die relativ einfach zu konfigurieren ist. Werde ich auch gleich mal als Beispiel zeigen. Und wir haben auch eine intelligente und auch eine vollautomatische sozusagen Austauschstrategie. Das heißt, ich kann dort relativ schnell vom System halt alternative Werke bestimmen lassen oder ersetzbare Materialien dort mit in die ATP-Prüfung mit einbeziehen. Und ein großer Punkt oder ja, einer von den großen Vorteilen ist die neue Rückstandsverarbeitung im S/4HANA, die ich auch gleich noch ein bisschen detaillierter darlegen werde. Und eben die automatische Ausnahmebehandlung, die damit inkludiert ist. So, und jetzt gucken wir uns mal ein paar Dinge etwas genauer an. Das ist zum einen das Thema Kontingentierung. Hier ist nochmal ganz kurz der Zeitstrahl auch oder die Abfolge der Prozessschritte, die ich machen muss, abgebildet. Das heißt, wenn ich im R3 kannte man das, glaube ich, auch, das Thema Kontingentierung. Also ich lege halt dann Kontingente an, wenn ich irgendwie ein Produkt sehr knapp habe momentan oder wenn ich halt eben für ein Produkt eine relativ hohe, starke Nachfrage habe, wo ich weiß, ich kann halt nicht alle Aufträge bedienen, dann muss ich halt Kontingente oder nutze ich halt Kontingente, um nicht die Gefahr zu haben, dass der erste Kundenauftrag schon gleich alles abgreift und die nachfolgenden Kundenaufträge gehen halt alle leer aus. Deswegen habe ich halt die Kontingente. Und hier ist halt auch die Abfolge, ich muss erstmal so ein Objekt definieren, wo ich halt festlege, mit welchen Merkmalen ich dieses Kontingent sozusagen erkennen kann, also sei es Verkaufsorganisation, Belege, Kunden oder ähnliche Dinge. Dann lege ich meine Plandaten fest, wo ich halt festlege, wie viel, in welchen Perioden ich welche Stückzahlen dort bereitstelle. Und dann kommt halt der wichtige Schritt in den Kontingentierungssequenzen. Da lege ich halt fest, wie ich dort verrechne, auf welche das heißt, kann ich auch rückwärtige Perioden berücksichtigen oder auch nicht. Und im letzten Schritt dann ordne ich die Produkte zu, die ich dann im Rahmen dieser Kontingente dort verteilen oder verwalten möchte. Und wichtig ist hier, das Ganze erfolgt in dem blauen Bild, also der blaue Teil erfolgt in den SAP Fiori Apps, wo ich das Ganze dann einrichte. Und hier rechts ist halt eben mal gezeigt, wenn jetzt SAP S/4HANA Core, das sind halt die Kundenaufträge, wenn die erfasst werden, dann dass das dann halt in die Regeln zuschlagen, die ich hier vorher definiert habe. Das heißt, hier habe ich den Schritt vorher, Kontingente festlegen.
Und im Nachgang würde ich dann die Kundenaufträge meine Mengen beschränken, auf die die Kunden zugreifen können. Das ist mal hier ganz einfach mal dargestellt, wie man sowas machen würde mit den einzelnen Apps. Das heißt, ich habe erstmal ein Kontingent definiere oder ein Segment. Da lege ich halt fest, mit welchen Merkmalen ich das Ganze identifizieren möchte. Das heißt, hier in dem Fall geht es auf die Kundengruppe speziell. Ich habe also VK-Org drin, den Vertriebsweg, die Sparte und die Kundengruppe. Und dann das Ganze noch versehen mit einem Gültigkeitszeitraum. Das heißt, ich sage, das ist jetzt ab nächste Woche gültig oder halt erst oder schon ab heute gültig und kann es auch von der Gültigkeit beschränken. Das heißt, ich kann relativ schnell dann reagieren auf Dinge, die dort sich abbilden, sprich eine Engpass in der Beschaffung oder in der Produktion, kann ich halt relativ schnell mal so ein Kontingent anlegen. Das wäre der erste Schritt, wo ich mein Objekt festlege. Den nächsten Schritt würde ich dann meine Sequenzen festlegen, wo ich dann halt sage, auf welche Kontingente ich zugreifen kann. Und habe ich dort eine Rückschau in vorherige Perioden oder auch, dass ich auch in die Zukunft gucken kann. Wichtig ist, ich kann auch hier auf mehrere Segmente zugreifen oder Objekte zugreifen, die es auch erlauben, dass ich halt mich aus mehreren Töpfen bedienen kann. Das heißt, sprich, wenn ich jetzt im ersten Zugriff meine gewünschte Menge nicht erfüllen kann, dann kann es halt noch einen zweiten Zugriff geben und eventuell habe ich dann noch ein bisschen mehr von der Menge, die ich da gewünscht hätte oder der Kunde wünscht, würde ich ihn nochmal zuteilen können. Das heißt also, hier gibt es auch eine Abfolge von mehreren Sequenzen, die ich durchlaufen kann und kann somit auch den Kunden bestmöglich halt nochmal bedienen. So, das war das Thema Kontingent. Dann ganz kurzer Ausblick auf das Thema Alternative-Based Confirmation. Das ist eben dieses einfache Austauschen oder Erkennen, wo kann ich jetzt das Material am besten oder aus welchem Werk kann ich es am besten bedienen oder muss ich eventuell ein Ersatzmaterial dort bereitstellen. Hier ist eben gezeigt anhand einer einfachen Strategie, wo ich festlegen kann, bezogen auf einen Kunden und auch auf ein Material zum Beispiel mit bestimmten Substitutionsregeln oder Strategien, die ich dort festlege. Und hier ist mal ganz kurz die Bildung abgebildet, dass ich da halt festlegen kann, dass ich bei bestimmten Konstellationen dort, dass er in dem Fall immer gucken muss, dass ich das Werk heranziehen soll für die Bedarfsdeckung, die halt mir die höchste Menge bereitstellen mag. Auch wichtig ist natürlich, dass das Szenario kann nur dann greifen, wenn ich mehr als ein Werk zur Verfügung habe. Sprich, ich habe also mehrere Lieferwerke, von denen ich ausliefern könnte. Und dann kann ich halt hier festlegen, wenn jetzt der Kunde einen Bedarf hat von 100 Stück, dass er dann sagt, okay, das Werk 1 kann halt nur 99 bedienen und das Werk 2 kann aber die 100 bedienen. Dann wird das System automatisch im Kundenauftragsdienst das Werk switchen. Und der Anwender würde auch sehen, dass das originale angefordernde Werk ein anderes war, aber er hat eben das andere Werk jetzt gezogen, aufgrund dessen, dass ich halt im Vorfeld diese Strategie eingerichtet habe und diese Substitution dort dann durchführen lasse. Auch ein wichtiger Punkt, im alten R3 muss ich halt manuell dort oben wechseln und sagen, okay, guck mal auf andere Werke, ob die mich dann da besser bedienen können. So. Jetzt kommt sozusagen das für mich, also aus meiner Sicht, das zentrale Stück der ATP-Verbesserung, will ich mal sagen. Das ist das Thema Rückstandsbearbeitung. Ich glaube, im R3 ist das immer noch diese Neuterminierung von Kundenaufträgen, wo ich halt im Nachgang nochmal gucken kann, habe ich andere Situationen, dass ich meine eingeteilten Mengen oder zugesagten Mengen dort neu verteilen muss, aufgrund dessen, dass ich andere Kundenaufträge vorziehen möchte, eventuell. Da war ich immer relativ stark limitiert in meinen Möglichkeiten, das zu selektieren oder auch zu sortieren oder auch die Verteilung dort irgendwie zu beeinflussen. Das ist jetzt in dem S/4HANA-Umfeld um einiges flexibler geworden. Und da habe ich sozusagen die Möglichkeit, über 5 sogenannte Kategorien oder Strategien kann ich halt festlegen, wie ich Kunden oder Kundengruppen dort erstmal generell einteile, um im Anschluss daran dort Bedarfsmengen eventuell neu zu verteilen. Und da gibt es halt 5 Strategien. Einmal gibt es die Strategie Gewinn, das heißt, dass die Gruppe oder der Kunde, der dieser Gruppe zugeordnet ist oder die Strategie bekommt, dem soll halt immer alles komplett bestätigt werden an Mengen.
Und das wird auch komplett termingerecht bestätigt, natürlich, sofern die ATP-Menge überhaupt da ist. So. Dann gibt es noch eine etwas abgeflachte Kategorie dazu, ist das Verbessern, wenn möglich. Das heißt, der soll das, was ich momentan bestätigt habe an Menge für ihn, das soll er auf jeden Fall bekommen. Wenn eventuell noch mehr da ist, kann er noch ein bisschen mehr bekommen. Das heißt, ich würde auch nicht bestätigte Mengen dort dann ihm bestätigen in seinen Einteilungen. Und bei dem Umverteilen ist es so, dass der generell erstmal mehr erhalten kann, aber auch möglicherweise weniger. Und zwar dann, wenn ich halt in demselben sozusagen Verteilungslauf eben mehrere Gewinner habe, die ihm das sozusagen die Mengen abgreifen. Dann gibt es so eine sogenannte Aufstocker-Kategorie, die halt auch, da ist auch dann möglich, dass sogar bestätigte Mengen noch gelöscht werden mit diesem Verteilungslauf. Dann haben wir noch die letzte Gruppe, die ist erstmal sozusagen dazu da, dass sie erstmal alle anderen bedient. Das ist so eine Auffüllerrolle, die ich da vergeben würde. Jetzt ist nochmal gleich dargestellt, wie der Prozess sich darstellt, wie ich das Ganze einrichte. Und wichtiger Punkt ist hier auch hier, das ist eine Sache, ich habe meine Kundenaufträge im System schon vorhanden, deswegen ist hier das S4HANA Core System links mit dem grünen. Das heißt, die Kundenaufträge sind schon vorhanden erst und dann setze ich sozusagen mit meiner Rückstandsverarbeitung setze ich dort an und kann dann Segmente konfigurieren. Segmente sind halt eben, da definiere ich erstmal generell, welche Bedarfe in ein Segment reinrutschen. Das heißt, welche Kunden oder welche Materialien oder aus welchen Kundenaufträgen oder aus welchen Vertriebswegen oder Sparten dort Dinge reinrutschen in ein sogenanntes Segment. Und im zweiten Schritt definiere ich meine BOA, eine BOP-Variante heißt es hier. Da lege ich halt fest, mit welchen Segmenten ich dort meine Verteilung anstoßen möchte und auch lege auch erst hier fest in der Variante, welches Segment ist dann von diesem Segment der Gewinner, Verlierer oder Umverteiler, Aufstocker oder wer ist der Verbesserer. Wichtig ist auch, ich muss nicht alle Segmente in einem Lauf einplanen. Ich kann auch nur mit Gewinnern und Verlierern arbeiten oder je nachdem, wie ich das gerade dort situationsbedingt benötige. Dann wird eben dieser Lauf durchgeführt oder eingeplant. Wichtiger Punkt ist auch noch, dass ich kann diesen Lauf auch simulieren. Das heißt, ich würde dann sagen, okay, jetzt habe ich die Variante eingerichtet, jetzt zeige mir mal, was würde rauskommen, wenn ich das jetzt scharf schalten würde. Dann kriege ich auch schon ein Schaubild, wo ich genau sehe, welche Kundenaufträge werden jetzt benachteiligt, wo werden Mengen reduziert von zugeteilten oder zugesagten Mengen und wo sind Aufträge, die halt jetzt ihre eingeteilten Mengen dort erhöht bekommen. Das sind halt so die Abfolge. Wichtig ist, ich mache das halt im Nachgang. Jetzt ist mal ganz kurz dargestellt, anhand von einfachen Beispielen, wie ich sozusagen so ein Segment erstmal anlege. Und das Entscheidende ist halt eben hier, zum einen sind meine Selektionskriterien und da habe ich eine relativ große Auswahl an Objekten, auf die ich mich beziehen kann. Ich kann also speziell mich auf einzelne Materialien beziehen. Ich kann dort meine Werke mit einbeziehen als Selektionskriterium. Sogar auch der Auftraggeber kann herangezogen werden. Und ich kann auch sagen, okay, in welchem Datum liegt denn das Bedarfsdatum für diesen Bedarf. Das heißt, ich kann also da ganz gezielt dort Bedarfe abgreifen und auch Bedarfe für einen gewissen, ganz gezielt oder ganz begrenzten Zeitraum neu verteilen. Also das ist eben das erste, ist das Segment. Da lege ich erstmal generell fest, nach welchen Kriterien wird das Segment gefüllt nachher. Kann auch hier festlegen eine Sortierreihenfolge, ähnlich wie bei den Neuterminierungsgeschichten. Das heißt, dort ist auch mal so, dass der Erste, der dann da herangezogen wird, ist auch der Erste, der bedient wird. Auch da ist das noch immer das Thema First Come, First Serve. So, und dann im nächsten Schritt würde ich dann die Variante anlegen. Das ist hier im oberen Feld, das ist also relativ unspektakulär, was jetzt hier, wie es sich darstellt. Also ich habe jetzt hier eine Variante, die vorsieht, ich habe eine Gewinnersegment und ich habe ein Verteilungssegment hier angelegt. Und deswegen die Segmente lege ich halt so ordentlich erst hier zu. Das heißt, ich kann auch jetzt im nächsten Lauf genau diese beiden Segmente einfach tauschen, dass der Gewinner zum Verteiler wird und der Verteiler zum Gewinner wird. Ne? Das sind halt Dinge, die ich halt immer erst in der Variante festlegen kann oder muss. Und dann kann ich halt im Rahmen dieser Festlegung hier sagen, okay, jetzt habe ich das so definiert. Und jetzt soll das System halt gucken, wird sich jetzt was Neues ergeben, wenn ich jetzt neu verteilen würde. Und hier haben wir mal ein Beispiel mit einem Kundenauftrag, dass ich gesagt habe, der eine Kunde hier, das ist der
Gewinner. Das heißt, egal was jetzt andere an zugeteilten Mengen haben oder die Verteiler hier haben, erstmal muss er bedient werden und die anderen sind sozusagen die Auffüller für ihn. Und das wird hier unten dann im Schaubild dargestellt. Das ist jetzt schon nach dem Echtlauf mal ein Beispiel. Aber wenn ich es simulieren würde, würde ich praktisch genau das gleiche Bild sehen und würde genau sehen, okay, welche Kundenaufträge sind herangezogen worden. Und ich sehe halt hier an den Pfeilen und an den Farben, welche Mengen dort neu zugeteilt wurden oder wo wurden Mengen reduziert. Und am Statusfeld sehe ich auch immer, ist es bearbeitet worden oder sehe ich auch, ist denn dort die gewünschte Menge dort bestätigt worden. In dem Fall sehen wir hier unten mal bei dem Verteilungssegment, der hat halt verloren. Von daher ist auch seine Menge, die er mal ursprünglich hatte oder die er haben wollte, die konnte nicht bestätigt werden. Aber der Gewinner hier, der zieht halt eben alles ab. Und hier unten rechts ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass ich halt, wie eben schon erwähnt, wenn ich jetzt das Ganze nochmal laufen lassen wollte und ich switche einfach die Segmente, dann würde ich halt auch wieder ein neues Ergebnis bekommen. Das heißt, ich kann also die Varianten dort immer frei anlegen, je nach Bedarfssituation. Das heißt, wenn ich jetzt mal schnell reagieren muss, ein Kunde A muss unbedingt seinen Kundenauftrag befriedigt bekommen, dann kann ich halt mir relativ schnell mal so eine Strategie hier anlegen oder so eine Konfiguration anlegen, dass ich sage, okay, das ist auf jeden Fall der Gewinner und definiere mir einen Topf, der Ihnen sozusagen dort dann die Mengen zuteilen kann. Das kann eben sein einer fürs gesamte Werk oder für die gesamte Verkaufsorganisation. Von daher ist es relativ flexibel und auch dann sehr intuitiv, glaube ich, auch erlernbar, wie das Ganze funktioniert. Von daher für mich auf jeden Fall eine ganz große Verbesserung gegenüber der alten ECC-Welt. Noch ein Punkt, der jetzt vor allem sich vereinfacht darstellt, ist das Thema Workflow. Ich habe jetzt zukünftig die Möglichkeit, einen Workflow anzulegen, relativ einfach in dem Vertriebsumfeld oder SD-Umfeld für Verkaufsbelege. Dazu kann ich auch relativ einfach sogenannte Teams definieren. Hier habe ich mal das Team Sales genommen. Das heißt, hier lege ich fest, bezogen auf mein Team, für welche Objekte ist dieses Team zuständig. Das heißt, hier lege ich fest, für welche Kundengruppen oder für welche Vertriebswege oder Sparten ich dieses Team jetzt anlege. Und unten kann ich dann halt auch die Teammitglieder dort definieren und auch gleich festlegen, relativ einfach, welche Rollen nehmen Sie denn jetzt wahr im Rahmen dieses Workflows? Das heißt, sind Sie erster oder zweiter Genehmiger oder sind Sie erster und zweiter Genehmiger? Von daher kann ich dort relativ einfach so ein Team erstmal einrichten. Und im nächsten Schritt würde ich dann meinen Workflow einrichten. Und hier wichtiger Punkt, es ist momentan möglich für Angebote, Kundenaufträge und Gutschriftanforderungen. Und wenn ich so einen Workflow einrichte, kann ich den erstmal zum einen mit einer Gültigkeit versehen. Das heißt, wann beginnt er und wann endet er. Und noch ein wichtiger Punkt ist halt hier, wo ich die Vorbedingungen definiere. Das heißt, in dem Fall sage ich, okay, der ist jetzt für Gutschriftanforderungen. Lege ich halt fest, nur wenn die gesperrt ist und wenn sie einen Betrag hat, der höher als 1000 Euro ist, erst in dem Fall wird dieser Workflow aktiv werden. Von daher relativ einfach, das Ganze einzurichten und daher auf jeden Fall eine Verbesserung. Genau, und dann lege ich halt im nächsten Schritt auch meine Schrittfolgen fest. Ich kann also jetzt mehrere Stufen da festlegen oder auch nur eine Stufe, abhängig davon, was ich abbilden möchte. Möchte ich einen mehrstufigen Prozess abbilden, also mit mehreren Genehmigungsstufen, oder möchte ich da nur eine relativ einfache Schrittfolge definieren? Und wichtig auch, ich definiere halt hier unten auch die Ausnahmebehandlung. Das heißt, in dem Fall der Ablehnung, was passiert jetzt, breche ich ab mit dem Workflow, wird er neu aufgesetzt, geht zurück an den Erfasser und solche Sachen. Das wird halt eben auch hier dann über vordefinierte Rollen und auch Schritte oder Events, kann ich die halt hier auswählen, um dann entsprechend dort den Workflow zu gestalten. So, jetzt gibt es noch einen ganz kleinen Ausblick auf das Thema, was ich eigentlich gar nicht ansprechen wollte, hatte ich ja vorhin erwähnt, das Thema CDS-Views oder ganze Analytics. Ist jetzt hier nochmal gezeigt, was man jetzt unter S4HANA alles mit der neuen Oberfläche machen kann, mit den Fiori-Apps. Das heißt, hier gibt es diese tolle App, Fiori-App, meine Verkaufsübersicht. Das heißt, hier hat der Anwender die Möglichkeit, eben relativ schnell über einen Blick zu sehen, wo gibt es überall Probleme oder halt wie ist die Gesamtlage im Bereich Sales bezogen auf meine Belege, Kundenretouren oder ähnliche Dinge. Wichtig ist hier auch die Apps relativ schnell erweiterbar. Ich kann also meine Kacheln dort auch relativ schnell ergänzen und ich kann auch eben die Anordnung, die Kacheln, wie möchte ich die jetzt hier haben, kann ich auch hin und her schieben. Das heißt, was mir wichtig ist an Informationen, das würde ich halt eben dann mehr nach links packen oder nach rechts packen, je nachdem, was ich hier für Präferenzen habe. Aber wichtig ist, ich habe halt hier eine App
die mir relativ schnell einen Überblick verschafft über meine Verkaufssituation. Das heißt, welche Verkaufsbelege habe ich in der Pipeline? Habe ich einen Umsatzrückgang zum letzten Monat oder zum Vorjahr? Und das ganz Wichtige ist, weil diese solchen KPIs-Darstellungen, die sind dann immer in Echtzeit. Das heißt, sobald ein neuer Beleg reinkommt und die Situation sich ändern würde, würde halt auch hier ein Update erfolgen innerhalb dieser Kachel. Ein ganz wichtiger Punkt. So. Und dann gibt es jetzt noch den Ausblick auch bezogen auf die Verbesserungen in Form von Prozessverbesserungen, die auch die S/4HANA-Welt mit sich bringt. Da gibt es das Thema Smart Business. Jetzt am Beispiel der Kundenauftragserfüllung. Das ist halt sozusagen so eine Applikation oder eine Anwendung, die zum einen grafische oder Analysen verbindet mit der Möglichkeit oder mit Funktionen, dass ich auch gleich einsteigen kann in Problembehandlung. In dem Fall ist eben das Thema Kundenauftragserfüllung. Da kann ich mir zum einen hier anzeigen lassen in einem Schaubild, was habe ich momentan generell alles an Problemen im Rahmen der Kundenauftragserfüllung. Das heißt, wo gibt es Lieferengpässe, wo gibt es eventuell unvollständige Belege, wo gibt es einen Preisfindungsfehler oder ähnliche Dinge, die kann ich mir dort darstellen lassen. Kann auch da relativ schnell wechseln zwischen meiner Gesamtsicht oder meiner Top-10-Sicht. Und kann dann halt über einfaches Navigieren direkt immer in die Problembehandlung abtauchen. Das heißt, ich kann mir dort dann entsprechend meine Kundenaufträge nochmal selektieren. Dann aus der Listbearbeitung kann ich direkt reinspringen in meine Problembehandlung. Das ist jetzt mal hier im nächsten Schritt nochmal ein bisschen detaillierter dargestellt, also das Schritt für Schritt. Also wenn ich jetzt dort erkenne, da gibt es ein Problem im Bereich der Kundenauftragserfüllung, dann kann ich halt hier abtauchen in meine Liste meiner Kundenaufträge, die davon betroffen wären. Hier oben sehe ich nochmal die Möglichkeiten, was habe ich an Aufträgen, wie viel sind dort in der Pipeline, die halt irgendwelche Probleme aufweisen. Kann dann gezielt einen Auftrag auswählen und würde dann halt relativ einfach mich rein navigieren können in die Problembehandlung, das heißt, oder Problemlösung. Und hier ist auch nochmal gleich noch dargestellt, das Thema Prozessübersicht. Das heißt, ich würde direkt absteigen können in die Prozessübersicht und sehe dann halt hier, in welchen Prozessschritten es welchen Status gibt oder eventuell, was gibt es dort für Probleme noch, die ich haben kann oder dieser Beleg noch hat, und kann dann direkt aus diesem Prozessübersichtsbild mit dem entsprechenden Rechtsmausklick kann ich halt dort in die entsprechenden Belege switchen und dann auch gleich mit der Problembehandlung oder Lösung beginnen. Das heißt, dann würde ich hier in den Beleg einsteigen, sehe halt, der ist unvollständig, und aufgrund dessen kann ich hier das Ganze gleich entweder bearbeiten oder halt eben einem anderen Bearbeiter zuweisen. Hier unten, meistens unten rechts, sind immer die Schaltflächen auch, wo ich dann Dinge direkt beheben kann, sowas wie Fakturasperre lösen, Kreditsperre lösen oder Liefersperre lösen. Das sind Dinge, die kann ich direkt mit einem Klick lösen. Bei anderen Dingen muss ich direkt in den Beleg reingehen und halt eben dort nochmal dann die Felder ergänzen oder halt dort eventuell Positionen löschen oder ähnliche Sachen. Von daher ist hier mal relativ schnell mal dargestellt über das Beispiel Kundenauftragserfüllung, wie halt dieses Smart Business ja Anwendung zukünftig im SAP S/4HANA laufen werden. Und jetzt bin ich eigentlich auch schon durch mit meinen Themen, die ich ansprechen wollte. Und jetzt haben Sie zeitgleich noch Fragen zu sehen. Es gibt ja noch einen Ausblick auf die weiteren Termine. Die wird wahrscheinlich die Tina gleich vorstellen, die weiteren Termine, gehe ich von aus. Genau, super. Vielen Dank, Tobias, für diese spannenden Einblicke. Wir haben ja auch eine ganze Reihe an Fragen bekommen. Und schön, dass wir da noch Zeit dafür haben. Ich fange einfach mal an und werf dir mal eine nach der anderen zu, ja? Okay. Okay. Es entfällt die gesamte Foreign Trade Customs Lösung, die sowohl von SD als auch im MM genutzt wird. Ist das korrekt? Also ich kann jetzt nur für SD sprechen. MM, das Thema SD-Außenhandel entfällt komplett und wird mit GTS abgebildet. Also MM, muss ich sagen, weiß ich nicht, da was dort jetzt anders wird oder ob es anders wird. Aber da gibt es ja das Modul 5 demnächst, Material Management. Ich hoffe, dass denn der Antonello oder der Ricardo auch darauf eingehen kann. Super. Ja. Dann kann die 360-Grad-Kundenansicht mit C4C gekoppelt werden, zum Beispiel Angebote aus dem C4C? Ja, normalerweise ist ja das S/4HANA ja auch relativ offen für die, also deswegen gibt es ja auch da die APIs, gehe ich mal von aus, sodass wir das auch mit einbinden können. Aber ich kann es nicht jetzt sagen, weil ich es noch nicht gemacht habe, von daher gehe ich erstmal davon aus, aber kann das im Nachgang nochmal checken. Super, genau. Also auch da ja das Angebot, wenn da noch jemand konkret nochmal was wissen möchte, kann er ja auch gerne im Nachgang auf dich zukommen.
Die E-Mail-Adresse und die Kontaktdaten haben Sie ja hier und auch mit dem Einladungslink bekommen. Gut, dann gibt es im neuen Kreditmanagement die Möglichkeit, per Workflow einen Kreditlimitänderungsprozess abzubilden? Also wir haben ja gesehen in dem Schaubild, das Thema Workflow ist da präsent gewesen. Das heißt, auch in der Vollausprägung ist das möglich. Wie das jetzt genau sich gestaltet, weiß ich nicht, weil ich da im Kreditmanagement nicht ganz so firm bin, weil es ja eine komplett neue Komponente ist. Aber ich gehe mal davon aus, ja, aber auch das kann ich recherchieren. Aber wie gesagt, es ist halt eben jetzt eher ein FI-Thema des Kreditmanagement mit dem neuen Rules-basierten Entscheidungsfindung oder auch mit dem Workflow, den ich da anstoßen kann. Aber auf jeden Fall, Workflow geht auf jeden Fall. Das habe ich auch gesehen in den Folien sozusagen. Perfekt. Ja, dann vielleicht auch gleich die Einladung. Wir haben ja auch das Thema FICO noch am 9. Juni. Dann schalten Sie doch da gerne dazu ein. Vielleicht haben die Kollegen ja dann auch noch mal einen Einblick dazu. Wenn wir gerade bei Workflow und Belegen sind, Workflow für Verkaufsbelege kann in Zukunft nur noch der vereinfachte Workflow genutzt werden? Also das, was ich jetzt dargestellt habe, ist, man kann, also Workflow heißt vereinfacht. Also ich habe jetzt dort auch die Möglichkeit, mehrere parallele Workflows anzulegen. Das heißt, ich definiere ja einen Workflow mit gewissen Vorbedingungen, wann der aufgerufen wird. Und kann halt innerhalb des Workflows auch dann mehrere Stufen durchlaufen. Das heißt, also kann also mehrere Genehmigerstufen durchlaufen werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese damit beantwortet ist, die Frage. Wenn nicht, am besten dann nachher nochmal melden. Dann kann man das nochmal diskutieren. Und eine weitere Frage war noch, ob man beim Workflow für Verkaufsbelege die Vorbedingungen auch erweitern kann. Genau, also ich habe das gezeigt, in der Folie war ja zu sehen, ich habe sowas Möglichkeit über Sperren, die da definiert sein müssten und auch Werte von Belegen als Vorbedingung. Das ist relativ wenig, aber auch das ist erweiterbar auf Basis des Feldkatalogs des Angebotes, glaube ich. Das heißt, da kann ich dann diverse andere Bedingungen definieren, wann jetzt so ein Workflow denn zum Tragen kommt. Das heißt, es ist also erweiterbar und von daher doch relativ flexibel auch, ja. Können die Freigaben bei den Workflows mit Blick auf kompetenzgerechte Freigabe geprüft werden? Im besten Fall mit Anwendung des Org-Managers. Ah, das hört sich gut an. Also ich habe jetzt ja vorhin mal können, also ich weiß, auch manchmal habe ich überhaupt keinen Einblick zu, aber jetzt Thema BRF Plus heißt es ja, glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, dass darüber was machbar ist, weil das ist ja eine Komponente, die ist anwendungsübergreifend. Da kann ich ja Regeln definieren und kann dort auch dann, ja, so solche Dinge kann ich mir da gut vorstellen, ohne es das genau zu wissen, aber das kann man auch nochmal recherchieren. Aber dieses BRF Plus ist eine Komponente, die halt sehr viele Dinge unterstützt, auch sowas wie Kompetenz Zuordnung oder auch Findung von Einsatzorten auch checken, wer kann diesen Auftrag erfüllen. Das heißt, das würde ich eher da schon fast sehen als im Org-Management. Also da nochmal auch nochmal nachhaken beim Thema BRF Plus. Ne? Alright. Dann eine relativ wahrscheinlich recht simple Frage zu beantworten für dich. Was bedeutet BOP? Ach so, das ist eben deswegen, ich habe immer gesprochen von Rückstandsbearbeitung, nennt sich aber im Englischen Backorder Processing, ganz einfach, weil halt auch die ganzen Kacheln immer mit BOP überschrieben sind. Also wenn man sich im SAP jetzt die normalen Systeme anguckt und man da nichts anpasst, dann ist das immer unter BOP zu finden. Von daher habe ich das auch so belassen, damit man sich nachher auch wieder zurechtfinden kann und nicht sucht nach irgendwie nach Rückstandsbearbeitung, sondern ist es BOP. Mhm. Ja. Eine Frage haben wir zur Verfügbarkeitsprüfung. Kann dort weiterhin das alte Verfahren genutzt werden? Das ist ähnlich wie bei der Nachrichtenfindung, also nicht ganz so ähnlich, aber das heißt, dort ist auch das Customer abgestellt auf das Thema Verfügbarkeitsgruppe. Das heißt, ich kann halt pro Gruppe entscheiden, mache ich jetzt mit der Gruppe, gehe ich in die neue ATP oder also in die erweiterte ATP oder nutze ich das alte Verfahren. Von daher ist es momentan noch parallel beides da. Und von daher kann ich das steuern über die Prüfgruppen, welche Prüfgruppe jetzt an welchem Verfahren teilnimmt. Okay, dann noch eine Frage zur Nachrichtenverarbeitung. Kann bei Umstellung die alte Nachrichtenverarbeitung über die NAST weiterhin genutzt werden? Wenn ja, ist auch eine parallele Nutzung beider Verfahren möglich? Genau, hatte ich vorhin auch ganz kurz angerissen. Man kann dort das alte Verfahren weiterhin nutzen.
Man legt aber fest auf der Ebene des Anwendungsobjektes, welches Verfahren ich nutzen möchte. Das heißt, das hieß jetzt fürs SD, ich lege jetzt fest für das Objekt Billing, also Fakturen, möchte ich jetzt dort die NAST weiter nutzen oder nutze ich das neue Verfahren? Das ist, sieht mir noch ein bisschen relativ sehr eng gefasst aus. Auch da muss man nochmal gucken, ob es Erweiterungsmöglichkeiten gibt Richtung Verkaufsorganisation oder ähnliche Objekte, dass das eventuell noch ein bisschen flexibel ist. Aber momentan so, man kann beides nutzen, aber eben für ein Objekt immer nur eins. Entweder, also für Auftragsbestätigung zum Beispiel, kann ich entweder nutze ich die NAST oder ich nehme das neue Verfahren. Genauso wie bei dem Thema Billing. Ich kann entweder die Fakturen über die NAST ausdrucken oder das neue Verfahren nutzen im Standard. Dann bedanke ich mich bei dir nochmal ganz herzlich. Wir sind mit den Fragen soweit durch. Ja, ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen für Ihre ganzen Fragen bedanken. Und wir würden uns dann freuen. Sie sehen, wir haben ja noch das ein oder andere Webinar geplant. Das nächste wäre dann Quality Management. Achtung, nachdem nächste Woche eine kurze Woche ist, wird das nächste Webinar dann in 2 Wochen stattfinden, am 26. Mai zur gewohnten Zeit von 10 bis 12. Sie können sich dafür auch schon anmelden. Und ansonsten über weitere Infos über unsere geplanten Webinare finden Sie natürlich auf unserer Website, auf LinkedIn, Xing, wenn Sie sich für unser Newsletter eingetragen haben. Und damit würden wir uns dann auch verabschieden. Tobias, vielen Dank dir nochmal. Vielen Dank Ihnen nochmal für Ihre Fragen. Und wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Tobias. Und damit einen schönen Vormittag, einen schönen Tag und bis bald. ABAT.